Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben heute wieder einen interessanten Interviewpartner und zwar sprechen wir heute mit dem Fabian Winter. Er ist der Geschäftsführer der True Tape Sports GmbH in München. Und das Besondere heute ist, die haben gerade aktuell 4 vakante Stellen online. Die suchen einen Projektmanager und Produktmanager, die suchen einen Marketingmanager, die suchen einen Content Writer und dann haben sie noch eine extrem spannende Praktikantenanzeige online. Und wer für welche Stelle geeignet ist, warum man sich bewerben sollte, wie so ein Bewerbungsverfahren abläuft, das werden wir jetzt alles mit dem Fabian besprechen. Und ich schaue mal, ob wir ihn schon direkt mit hinzunehmen können. So, da sehe ich, ist er schon dabei. Dann nehmen wir doch den Fabian mal direkt mit dazu. Hi Fabian. Hi, servus. Hörst du und siehst du mich gut? Yes. Du auch? Okay. Alles gut, sehr gut. Perfekt, optimal. Neureuther sehe ich auch schon im Hintergrund. Genau, richtig. Ich sitze bei uns im Büro, richtig. Perfekt. Ja, Fabian, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Schon wieder. Wir haben ja schon mal ein Interview miteinander geführt. Diesmal, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert, geht es noch um ein paar mehr freie Stellen bei euch. Daher mit Sicherheit sehr, sehr spannend heute. Bevor wir zu den Stellen direkt kommen, vielleicht erzähl noch mal ganz kurz was über dich und über euch als Unternehmen. Genau. Also ich bin der Fabian, bin einer der beiden Gründer von TrueTape. Ich habe das Unternehmen zusammen mit meinem Bruder gegründet. Ich bin 30. Ich bin so der klassische BWLer bei uns im Team. Mein Bruder ist der Mediziner. Also bedeutet, wir haben da ganz gut die unterschiedlichen Aufgabenbereiche. Eher so ein bisschen mehr dieses ganze Product und Know-how. Nicht ein bisschen mehr Finance, Operations und diese Sachen. Uns gibt es jetzt schon seit circa 4 Jahren. Wobei jetzt vor allem irgendwie in den letzten eineinhalb Jahren relativ viel passiert ist und wir jetzt eben auch gerade das Team groß aufbauen. Wir haben so angefangen mit vorgeschnittenen Kinesio-Tapes. Das Ganze ist entstanden aus einer eigenen Verletzung von mir, von einem Kreuzbandriss im Skiurlaub. Haben dann gemerkt, okay, in diesem langen Reha-Prozess, das war damals fast ein Jahr, bis ich dann wieder mein Tennis spielen konnte, Skifahren gehen konnte, dass es halt immer wieder ein bisschen Probleme gibt in dieser Reha-Phase und es nicht so viele Möglichkeiten gibt, sich selber zu behandeln. Und unser Ziel ist jetzt eben mit TrueTape, Leuten mit körperlichen Beschwerden zu helfen, sich selber zu behandeln. Und so ging es los mit Kinesotape, haben es im letzten Jahr Gittertapes für Narbenbehandlung, Schmerzpunktbehandlung auf den Markt gebracht, haben dann Ende des Jahres einen nachhaltigen Fastenball aus 100% Kork, haben jetzt Anfang des Jahres Befestigungspflaster für Leute mit einem durchgehenden Glukosemesssystem gebracht. Also man merkt, wir erweitern unser Portfolio. Wahnsinn. Und bringen jetzt eben Richtung Juni auch noch eine komplett neue Brand mit Hydrate. Das wird eher so im Functional Beverage Bereich, wo ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen will, weil das alles eben noch so ein bisschen unterm Radar läuft. Aber wir verstehen uns jetzt so ein bisschen als D2C, also Direct-to-Consumer, Brandschmiede, also mit verschiedenen Brands, aber immer in diesem Bereich Health, Gesundheit, weil das eben der Bereich ist, wo wir uns jetzt auskennen, wo wir Erfahrungen gesammelt haben, wo wir auch glauben, dass wir Nutzen haben oder eine gewisse USP im Vergleich zu vielen Konkurrenten. Genau, das ist so, wir sind in München ansässig und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen über uns, haben eben ein ganz cooles Testimonial-Team mit Felix Neureuther, also ein bisschen unser Haupttestimonial, haben aber auch Bundesliga-Profi mit dem Tobi Strobel vom FC Augsburg, haben einen Franz Löschke als deutschen Meister im Triathlon und haben, was uns auch wichtig war, dass wir eben auch immer ein großes Ärzte-Team oder nicht Ärzte, also auch Physiotherapeuten, also Experten, die auch die Produkte wirklich, wirklich anwenden. Und gerade die Woche kam dann wieder vom Physio, von den Skiabfahrern der Schweizer Nationalmannschaft, schickt nochmal bitte mehr Two Balls. Wir nutzen das ständig bei unseren Athleten. Und die haben jetzt für die Offseason auch noch nach privaten Bällen gefragt. Also man merkt, die Produkte sind auch wirklich voll in der Anwendung, auch im Profisport, was uns so ein bisschen als leidenschaftliche Sportler immer gefreut hat. Sehr, sehr unten in den Kommentaren. Einer schreibt schon bestes Tape. Aber ich glaube, dadurch ist auch schon die ein oder andere Marke hervorgekommen, weil es einfach entweder in Fitnessstudios oder tatsächlich von Profisportlern genutzt wird.
Und dann hat es ja so einen Ausstrahleffekt am Ende des Tages. Wenn es Profis nutzen, kann es so schlecht nicht sein. Dann ist es sicherlich für den einen oder anderen Sportler auch nicht so ganz verkehrt. Genau, glauben wir auch. Also, das war auch so ein bisschen unser Ansatz. Die Produkte müssen so gut sein, dass sie für den Profisport funktionieren. Und dann, glaube ich, rieselt es von dort auch runter. Also, das ist so natürlich schon wichtig. Wenn man dort geschafft hat, dass das verwendet wird, dann zeigt es, dass die Qualität da ist. Und dann kann man das auch in den breiteren Markt ausrollen. Ja, cool. Dann erstmal Glückwunsch zu den klassen Produkten, die ihr da in den letzten Jahren gelauncht habt. Lass uns doch mal zu den Stellen kommen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Aufgabeninhalten an und gehen Step to Step durch die verschiedenen Stellen durch. Also ihr sucht einen Produktmanager und einen Projektmanager. Was darf der zukünftige Kandidat bei euch machen? Genau, also wie du schon vorhin gesagt hast, wir haben ja verschiedenste Stellen gerade ausgeschrieben, weil wir eben jetzt irgendwie unser Team deutlich erweitern. Und Produktprojektmanager, also wie ich schon erklärt habe, wir haben jetzt in den letzten 6 Monaten oder letzten 7 Monaten 3 neue Produkte plus unsere also TrueTap Home Therapies, ein ganzer Anleitungsbereich für die Behandlung von Schmerzpunkten wie Tennisarm oder Rückenverspannungen gelauncht. Also da merkt man, da ist schon relativ Zug dahinter. Und da fällt natürlich unterschiedlichste Sachen an. Da fällt an, dass man in die Produktentwicklung geht. Also was für ein Produkt wollen wir machen? Was muss das Produkt für Eigenschaften haben? Jetzt nehmen wir mal den True Ball. Natürlich war es wichtig zu sehen, wie kann ich ihn desinfizieren? Wie hart ist das Produkt? Wie groß muss das Produkt sein, um an die besten Punkte zu kommen? Wie erkläre ich den Kunden die Anwendung? Und das ist quasi alles, was ein Produktmanager bei uns machen muss. Im ersten Schritt zu überlegen, okay, welche Produkte passen ins Portfolio? Was braucht das Produkt, damit es auch wirklich gut ist, damit wir auch ein USP haben gegenüber Konkurrenten. Und dann geht es aber den Schritt weiter. Okay, jetzt haben wir vielleicht jemand gefunden, der das produziert, aber jetzt muss ich dann rangehen. Jetzt müssen wir Bilder organisieren, jetzt müssen wir unsere Marketingstrategie überlegen. Dafür müssen Shootings gemacht werden, dafür muss mit Freelancern, Fotografen, mit Videografen gearbeitet werden. Da geht es ein bisschen mehr von diesem Produktmanagement ins Projektmanagement. Also, dass man sagt, okay, wir wissen, das Produkt ist in 8 Wochen bei uns im Lager. Was können wir jetzt vorbereiten? Was kommt dann, wenn das Produkt im Lager ist, damit wir es dann eben über unsere verschiedenen Kanäle ausrollen können? Also, wir verkaufen eben Multichannel, wir sind bei Amazon, wir sind im eigenen Online-Shop, wir sind im Handel vertreten. Das bedeutet, man braucht natürlich auch für alle verschiedenen Sales-Punkte verschiedene Marketingstrategien und verschiedenen Content. Und das ist im Endeffekt, was ein Projektmanager uns dabei unterstützt. Woher kriege ich den Content? Wer schreibt den Content? Da kommen wir dann eben später zur Copywriter-Stelle. Aber was für ein Content brauchen wir dafür und wie vermarkten wir das, dass das Produkt dann auch am Ende gut für den Kunden anzuwenden ist, was bei uns ja immer so ein USP ist, dass wir auch wirklich sagen, ey, wir haben extrem gut aufbereiteten Content, sodass jeder wirklich versteht, wie die Produkte richtig angewendet werden. Und das ist eigentlich, fällt alles in dieses Thema Projekte, Produktmanagement. Es gibt auch in dem Bereich Health und Gesundheit gibt es immer gewisse Sachen, die eingehalten werden müssen. Der Beipackzettel, wenn man Beipackzettel braucht gewisse, wie soll ich sagen, Merkmale. Wir müssen uns ans Medizinproduktgesetz halten, wir müssen CE-zertifiziert sein. Bedeutet, der Projektmanager, Produktmanager muss natürlich auch da gucken, haben wir alles dafür vorbereitet, was muss der Beipackzettel haben und dann quasi wirklich von was wird das Produkt bis hin, jetzt wird es verkauft und was mache ich danach, damit es auch noch besser verkauft wird. Also quasi der Projektmanager, Produktmanager ist da von vorne bis hinten mit dabei. Spannende Stelle, vor allem, ich glaube, sehr, sehr vielfältig, wo man viel, viel lernen kann auch, wahrscheinlich auch, dass ein Stück weit ins kalte Wasser geworfen wird. Welche Anforderungen sollte der Bewerber mitbringen? Wenn man die Stelle jetzt spannend findet, geht man selbstverständlich auf www.jobs-im-sport.de und bewirbt sich, aber wer sollte sich dann bewerben? Was soll man mitbringen? Genau, also das ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, die Stelle ist relativ vielfältig. Bedeutet, es ist auch ein vielfältiges Spektrum von dem, was man können muss oder wo man irgendwie auch, sagen wir mal, eine Leidenschaft dafür hat. Weil wie wir gemerkt haben, natürlich ist noch kein Meister so vom Himmel gefallen. Also wir haben uns auch in ganz viel neu eingearbeitet. Man muss irgendwie ready sein, darauf auch das auch machen zu wollen. Eine Leidenschaft für den Sport ist wichtig, dass man hat. Natürlich ist gut, wenn jemand schon Erfahrung hat im Produktmanagement, der vielleicht schon mal für Produkte zuständig war bei einer anderen Firma, favorable im E-Commerce-Bereich, weil wir natürlich sagen, also 70, 80% von unseren Kunden kommen aus dem E-Commerce. Wichtig ist, dass man irgendwie dieses Online-Vermarktung trotzdem auch ein bisschen Erfahrung darin hat oder auf jeden Fall Interessensgebiet.
dass man was über Sport weiß, also quasi, für was kann ich das Produkt anwenden, für welche Verletzungen ist das Produkt gut nutzbar. Also deswegen ist auch so Sportmanagement Hintergrund oder Sportwissenschaften derjenige, der halt wirklich auch vielleicht Erfahrung über Körperlehre und so weiter hat, der aber trotzdem auch schon mit Produkten gearbeitet hat oder sich sagt, okay, in dem Bereich habe ich Interesse, mich einzuarbeiten. Das ist so ein bisschen und eben eine Hands-on-Mentality, das ist, glaube ich, für alle Stellen wichtig. Es ist in so einem kleinen Team immer nicht ganz einfach, dann auch wirklich bis zum Ende zu kommen. Also man hat eine Aufgabe, man geht die an, am Anfang, ja, macht man drauf los, aber man muss am Ende auch wirklich, man muss das Produkt auch auf den Markt bringen. Und da kommen immer irgendwelche Steine in den Weg, die man erstmal zur Seite räumen muss. Und ich glaube, das muss so ein bisschen, man muss den Biss haben, dass man dann auch Sachen, die man noch nie gemacht hat, irgendwie herausfindet, wie die dann gehen, weil es gibt viele Punkte, die bei uns im Unternehmen noch keiner in der Art und Weise gemacht hat. Und man dann einfach sich quasi selber auch ein bisschen mit, natürlich mit Hilfe mit dem Rest des Teams, sich aber selber versuchen muss, dazu zu einer Lösung zu kommen. Ich glaube, das ist bei allen von den Stellen wichtig. Wir haben eine Menge Fragen reinbekommen. Die meisten sind im Prinzip auch ein Stück weit auf alle anwendbar. Deswegen werde ich die später erst fragen. Aber wo es quasi zu jeder Stelle auch eine Frage reinkam, war, inwiefern ist jetzt gerade bei der Stelle Produkt-Projektmanager, ist es möglich, als Berufseinsteiger einzusteigen, wenn man aber beispielsweise schon zwei, drei Praktika und oder Werkstudententätigkeiten in dem Bereich hat? Ist es komplett Klar. ausgeschlossen oder soll man es ruhig probieren? Nee, komplett ausgeschlossen ist nicht, weil wie gesagt, wir sind auch als Berufseinsteiger in die Gründung reingegangen. Natürlich ist es immer gut, wenn man eine gewisse Erfahrung hat und wenn jemand noch gar keine praktische Erfahrung gemacht hat, also keine Werkstudenten, kein Praktikum, dann wird es super schwierig. Braucht man nicht quasi um den heißen Brei drum rumreden. Aber wenn jemand schon Erfahrung gemacht hat, vielleicht auch schon bei einem Medizinprodukt-Company oder bei einer Sport Firma, jetzt lass es Medi, Bauerfeind, Adidas oder wer auch immer sein, dann gibt es da schon meistens Ähnlichkeiten, die man auf unsere Produkte dann anwenden kann. Bedeutet, einfach probieren, ich kann nichts versprechen, aber es ist nicht so, dass wir sagen, okay, es ist komplett ausgeschlossen. Also. Okay, gut zu wissen. Dann gehen wir doch mal weiter zur Marketing-Manager-Stelle, Marketing-Lead. Genau. Was darf der künftige Mitarbeiter dort machen? Genau, Marketing Manager, Marketing Lead, es ist, ich glaube, allein durch den Namen Marketing Lead ist da dieses Thema Berufserfahrung für uns schon wichtig. Also da wird jemand, der keine Berufserfahrung hat, eher keine Chance haben für die Stelle, weil das ist schon für uns jetzt eine super wichtige Stelle. Das ist jemand, der quasi wirklich die komplette Marketingstrategie mit vorgibt. Also zusammen mit meinem Bruder, der so ein bisschen mehr diesen ganzen Product Know-how Marketing Thema macht, ist derjenige dafür verantwortlich, okay, was machen wir auf unseren Social Media Kanälen, wie machen wir unsere Homepage, welche Werbung schalten wir, über welche Kanäle, wie soll die Werbung aussehen? Also derjenige ist wirklich in unserem digitalen Marketing von A bis Z quasi mit eingebunden und gibt in einer gewissen Weise auch vor, mit Absprache von mir und meinem Bruder, was gemacht wird. Derjenige sollte natürlich vor allem Interesse an dem ganzen E-Commerce-Bereich haben. Sei es Amazon Marketing, Social Media Paid Marketing, sollte was von Google SEO gehört haben, also jemand, der einfach in diesem digitalen Bereich schon Erfahrung gesammelt hat und vorzugsweise natürlich so ein bisschen in dem Health-Gesundheitsthema oder D2C, also der schon mal an den Endkonsumenten Produkte vermarktet hat, weil es natürlich ein großer Unterschied zwischen einem B2B-Marketing, also wenn du jetzt sagst, du verkaufst ein Finanz SaaS Programm an eine Firma fürs Controlling im Vergleich zu, du verkaufst jetzt Tape oder du verkaufst Functional Beverage an jemand. Aber die Aufgaben sind ja wirklich super vielfältig, von Performance Marketing zu Content Marketing zu SEO-Optimierungsmarketing. Also es ist quasi wirklich die komplette Strategie von TrueTape und auch Hydrate mitbestimmen und dann auch trotzdem durchführen. Also es sollte schon auch jemand sein, der noch Interesse hat an der Durchführung von Aufgaben, weil wir sind noch nicht so groß, dass jemand jetzt nur Management-Tasks hat und sagt, ey, hier, das wäre jetzt meine Idee, jetzt setzt mal um, sondern bei uns ist immer Umsetzung noch mit dabei. Spannende Stelle, vor allem vor dem Hintergrund, ich denke auch spätestens seit Corona, hat man auch in Deutschland auch verstanden, dass das Thema Digitalisierung dann doch ein bisschen wichtig ist. Und so, wie du schon gerade sagtest, wo man quasi auch bei euch alles machen kann, darf und soll,
ist sicherlich auch extrem wichtig für die persönliche Entwicklung. Und daher mega spannende Stelle. Dann habt ihr den Copywriter, Content Writer. Was kannst du uns dazu erzählen? Genau, der Copywriter, der geht irgendwie eigentlich in Hand mit dem Marketingmanager oder auch, klar, auch mit dem Produktmanager. Das ist, dass man sieht, das ist jetzt so ein, ist wichtig, dass wir alle Stellen besetzen, weil die alle miteinander zusammenspielen. Und der Content Copywriter ist wirklich dazu da, jedes geschriebene Wort im Endeffekt, was auf TrueTape.de oder dann auch bei Hydrate wird in Verbindung mit dem Copywriter zusammen gemacht. Also bis jetzt ist das alles so aus der Hand von meinem Bruder oder von Freelancern. Das ist von Content für die Homepage, das ist aber auch für Social Media Marketing, also auch für die Werbe-Ad, die wir dann schalten. Das ist für das Amazon-Produktlisting bis hin hoffentlich, dass man auch irgendwann auf Plakaten Werbung macht, bis hin zu der Werbekampagne, die wir mit Felix machen. Also das ist wirklich derjenige, aber auch zu einem Blog schreiben über Faszienmassage als Beispiel oder Kinesiotaping. Also das ist schon, deswegen ist natürlich auch hier ein gewisses Know-how im Bereich Sport oder Interesse vor allem daran nicht unwichtig. Also wir haben eben gelernt, mit Einarbeitung oder wenn man Interesse hat, kann man sehr viel dann sich schnell anlernen in der heutigen Zeit. Das ist ja, glaube ich, was, was vor 20 Jahren auch undenkbar war, was jetzt echt super, super gut geht. Aber das Interesse muss da sein. Und dann wirklich von unserem Content auf der Homepage bis hin Amazon, bis hin auf Plakatwerbung. Und da soll quasi jedes geschriebene Wort von der Person kommen. Also knackige Slogans bis hin auch zu bisschen also standardisierteren Beipackzetteln als Beispiel ist alles dabei. Ist aber, glaube ich, auch eine ganz coole Vielfalt. Man sollte auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut schreiben können oder zumindest mal Lust drauf haben. Ja, genau. Man sollte ein bisschen Storytelling können. Man sollte irgendwie spannende Geschichten oder wissen, wie man Leute hookt. Also eine Erfahrung so im Werbetexting ist natürlich schon ganz gut, weil natürlich es ist nicht eine reine journalistische Tätigkeit, weil es jetzt quasi nicht nur Berichte schreiben ist oder, sondern es ist schon wirklich, man muss auch so ein gewisses Slogans oder man muss auch diesen E-Commerce, wie schaffe ich es, ein Produkt zu verkaufen? Oder wie schaffe ich es, eine coole Produktpräsentation zu schreiben für Müller, für DM, für Rewe? Das ist schon wichtig, dass man es auch schafft, in knackigen, kurzen Worten, vielleicht mit dem Slogan jemand zu catchen. Auch da wieder die Frage, Berufseinsteiger mit Vorerfahrung, möglich? Ja, möglich, aber klar ist für uns schon gut, wenn jemand schon ein bisschen Texte geschrieben hat. Also es ist immer wichtig, dass wir irgendwie ein paar Textproben kriegen. Wir hatten jetzt auf die Stelle schon auch so ein paar Bewerbungen von jemand, der sehr wenig in oder von Leuten, die sehr wenig in dem Bereich Texting gemacht haben. Also für uns ist schon wichtig, dass derjenige, wie du sagst, sehr gut schreiben kann und vielleicht schon selber einen Blog hat, wo er sehr viel geschrieben hat oder selber schon mal vielleicht als Side-Project kleine Produkte verkauft hat und dazu oder einen Social-Media-Kanal hat, wo er eben mit gut catchy Headlines gearbeitet hat. Also es ist möglich, wenn nebenher schon ein bisschen in dem Bereich gearbeitet wurde. Ansonsten ist, glaube ich, auch hier eine gewisse Vorerfahrung schon nicht unwichtig. Aber wie gesagt, es ist möglich, wenn man Praktika oder Werkstudententätigkeiten gemacht hat. Okay, dann hoffe ich, dass unser Social Media Kollege jetzt nicht zuhört. Ja. Dann habt ihr noch einen Praktikanten, Marketing Brand Management. Was passiert da? Genau, also im Endeffekt ist natürlich der als Praktikant unterstützt man so ein bisschen jetzt die Leute, die jetzt bei uns auch ongeboardet werden. Also im Endeffekt ist derjenige bei allen Tätigkeiten dabei. Also als Beispiel jetzt die Julia als letzte Praktikantin, die hat einen kompletten Social Media Kanal gemacht. Also die war voll verantwortlich dafür. Die hat komplette Newsletter, das neues Tool eingeführt, Newsletter geschrieben, Newsletter rausgeschickt. Die hat unseren Pinterest-Account in Verbindung mit mir zusammen komplett neu aufgebaut. Also man merkt auch da gibt es wirklich, es ist super vielfältig und man kriegt auch viel Verantwortung. Die hat Reels geschnitten, hochgeladen, die hat mit Influencern zusammengearbeitet. Also das ist bei uns ist wichtig, dass man jemand ist, der keine Angst vor Aufgaben hat als Praktikant, weil wir geben relativ schnell Verantwortung ab und hoffen, dass dann auch möglichst viel dabei quasi rauskommt. Und das ist, glaube ich, so eine Lernkurve ist schwierig, woanders, also bei Konzernen zu kriegen. Also ich glaube jetzt, was Julia in der Zeit gelernt hat, innerhalb von 4 Monaten, war extrem, extrem gut.
Und ist für uns sehr super, wenn jemand quasi den Drive hat, viel selber zu machen und dann auch Output zu liefern. Dann hat aber auch derjenige super, super Spaß. Und das war, glaube ich, bis jetzt bei allen Praktikumsstellen, die wir bis jetzt hatten oder Praktikanten, die wir hatten. Die haben echt viel gelernt und danach eigentlich waren alle zufrieden. Cool. Vor allem, ich meine, Lernkurve ist schon wichtig, aber wenn ich es richtig verstanden habe, was eure letzte Praktikantin gemacht hat, ist es vor allem auch eine digitale Lernkurve. Also wir kriegen wirklich viele Nachrichten, hey Sportjobs, jetzt haben wir es oft in Interviews gehört, digital ist wichtig, wie können wir uns jetzt noch schnell fortbilden? Ich glaube, das ist wahrscheinlich, was du gerade erzählt hast. Ich meine, kann man sonst innerhalb von kurzer Zeit so viel schon gleich machen, lernen, Verantwortung bekommen? Gerade für ein späteren Jobleben ist, glaube ich, Ja, überragend. auf jeden Fall. Also es ist in dem Bereich ist es auch wirklich fast alles digital. Weil natürlich die Offline-Kampagnen sind für uns als junges Unternehmen super schwierig zu bezahlen. Also wenn du jetzt eine Plakatwerbung machst, das ist ein Ziel irgendwann, wie ich vorhin gesagt habe, aber das ist einfach super schwer. Und im Online-Bereich kannst du halt auch schon mit kleineren Budgets super viel Reichweite kriegen. Ich glaube, jetzt solche bei Pinterest haben wir jetzt irgendwie über 500.000 Impressions pro Monat. Also da kann man auch mit einem kleineren Budget echt super viel Reichweite generieren. Das ist das Spannende. Also es gibt dann, so TikTok ist was wir bis jetzt noch gar nicht nutzen. Wenn aber jemand sagt, ey, hätte Lust, mal was zu probieren, wär für uns bestimmt super spannend. Also es gibt da wirklich verschiedenste Möglichkeiten und sind auch offen. Cool, geil. Dann lass mich mal zu den Fragen kommen, die quasi für alle Stellen gelten. Ja. Also es war die Frage, inwiefern müssen alle Anforderungen, die ihr für die einzelnen Stellen hingeschrieben habt, immer erfüllt sein? Ist es möglich, dass das Ja, das ist wie immer, ne? Alle Anforderungen ist immer schwierig. Wenn man alle Anforderungen erfüllt, dann hätte man irgendwie mit 6 Jahren anfangen müssen zu arbeiten. Nein, es ist so, das ganz so schlimm ist ja bei uns nicht. Da gibt es aber andere Stellen, wo das noch stärker so ist. Aber es sollte natürlich ein gewisses Bild erkennbar sein, was die Anforderungen anschneidet oder am besten natürlich in vielen Punkten überschneidet, aber es gibt immer Anforderungen, die nicht erfüllbar sind und trotzdem der Kandidat für uns super spannend sein kann. Okay, super. Dann war natürlich häufig die Frage, ist es möglich, dass alle Stellen oder auch nur eine davon remote durchgeführt werden kann? Klar, das Remote-Thema ist immer ein schwieriges. Also wir sind jetzt oft remote unterwegs, also jetzt vor allem natürlich in der Corona-Krise. Aber wir sagen auch als junges Unternehmen mit auch dieser sportlichen Affinität ist es schon irgendwie auch wichtig, dass man sich ab und zu mal im Büro sieht. Also klar, wir waren jetzt dann, man hat sie jetzt 3, 4 Monate mit manchen Mitarbeitern nicht gesehen. Aber es sollte eigentlich nicht immer so sein, weil wir eben glauben, in einer engen Zusammenarbeit gibt es ein Teamgefühl, was schwierig ist, komplett remote zu erreichen. Und deswegen ist bei uns eigentlich schon das, dass wir sagen, ein Mix aus Remote und Office ist das Ziel, was wir haben, dass nach Corona, wenn die Impfungen durch sind, wieder machbar ist. Oder auch zur Zeit ist es. Wir haben jetzt gerade einen Werkstudenten, sind wir gerade mit dem Konzi dabei onzuboarden. Machen wir auch mit der Teststrategie, dass er jetzt gerade beim Onboarding hier im Büro ist, weil es einfach super schwer ist, das Ganze. Oder wir tun uns, sagen wir mal, super schwer, unsere Kultur alles nur digital quasi rüberzubringen. Bedeutet komplett remote, schwierig, wenn es jemand die perfekten Anforderungen hat und das Einzige, was dagegen spricht, ist das Remote. Dann trotzdem bitte bewerben und wir schauen uns das an. Aber ich glaube, für alle ist es eigentlich cooler, wenn man auch sich öfter mal im Team sieht, weil das einfach unserer Meinung nach einen großen Mehrwert auch liefert. Okay, aber habe ich es richtig verstanden? Grundsätzlich für eine Zeit nach Corona strebt ihr aber so eine Mixstelle an. Also es sind schon Homeoffice-Regelungen da im Raum. Ja, klar, jeder hat im Vertrag gewisse Homeoffice-Möglichkeiten. Wenn jetzt jemand sagt, ey, ich will immer da an dem und dem Tag im Homeoffice sein. Auch wir haben natürlich gemerkt, dass man im Homeoffice auch super effektiv sein kann. Also es war jetzt, wie gesagt, wir waren auch lange Zeit viel im Homeoffice und es ist ja trotzdem kommt da super viel dabei rum. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass ein Mix zwischen Office und Homeoffice quasi möglich ist oder Okay, gewollt ist. Ja. cool.
Da hat jemand gefragt, er sucht ein Praktikum im April 2022, ob ihr da vermutlich auch wieder einen Praktikanten sucht. Ja, da plant jemand schon mal im Voraus. Das ist immer positiv, wenn jemand so engagiert ist. Also, das kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Unser Ziel ist, dass wir weiter wachsen. Unser Ziel ist, dass wir auch im April nächstes Jahr noch weiter wachsen und voraussichtlich ja, aber ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen, die Also soll Person. sich am besten einfach mal bewerben, oder? Genau, es macht dann Sinn, so 6 Monate vorher sich zu bewerben, sodass wir dann, da gehen wir dann langsam in die Planung oder so 4, 5 Monate vorher gehen wir dann so spätestens in die Planung. Okay, Aber man super. kann sich auch immer spontan bewerben. Also wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe in 3 Wochen frei, habe mich vergessen zu bewerben bis jetzt, dann ist es auch möglich. Okay, sehr gut. Jetzt möchte man sich auf eine Stelle bewerben, geht auf unsere Website, schickt die Bewerbung ab. Wie läuft dann bei euch so ein Bewerbungsverlauf? Genau, dann ist der Punkt, dass ich, mein Bruder oder wer halt auch in dem Bereich quasi verantwortlich ist, schaut die Bewerbung durch. Wir sprechen es immer intern erstmal ab. Dann gibt es ein Feedback. Dann ist meistens jetzt in der heutigen Zeit fast alles per Zoom, dass wir einfach mal ein erstes Gespräch haben, erstes Kennenlernen, wo wir gucken, okay, wie tickt die Person, passt, könnte das passen. Also das ist jetzt noch kein, wie soll ich sagen, Anspruch. Also, wo wir schon irgendwelche Case Studies fragen oder wo wir schon tief in die Materie reingehen, sondern das ist erstmal so ein erstes Kennenlernen. Und dann, es kommt natürlich auch immer auf die Stelle an. Das ist natürlich jetzt sehr super breit. Also, jemand, der im Marketing Lead, der jetzt auch schon, sagen wir mal, vielleicht 4, 5 Jahre Erfahrung hat, das ist natürlich ein bisschen anderes Verfahren, wie jetzt, weil da gibt es dann meistens, ist dann allein das, was er schon im Job gemacht hat, zeigt uns, dass die Person irgendwie perfekt oder für unseren Job gut ist, da kommt es dann noch mehr auf diese persönliche Ebene an. Jetzt bei solchen Praktikum machen wir dann meistens, dass wir nach dem ersten Gespräch so 5, 6 kleinere Fragen stellen. Quasi die schicken wir dann per E-Mail nach. Dann hat der Praktikant, der Bewerber Zeit, sich die Stellen so ein bisschen Gedanken zu machen. Jetzt als Beispiel, was würdest du empfehlen, was kann man bei Social Media besser machen? Als Beispiel, jetzt einfach mal so eine. Und dann im nächsten Gespräch gehen wir quasi die Fragen durch und danach gibt es auch sofort Feedback. Also die nächsten 4, 5 Tage später geben wir dann zu oder Absage. Also das Ganze ist meistens in so einem Zeitrahmen von 2 bis 3 Wochen nach Bewerbung. Okay. Jetzt gerade ist natürlich, wir kriegen jetzt relativ viele Bewerbungen. Bedeutet, wir bündeln die jetzt erstmal, gehen dann eine Woche drüber über die Bewerbung und geben dann erst Feedback. Also wenn jetzt sich jetzt gerade jetzt morgen jemand bewirbt, kann sein, dass wir nicht sofort antworten, weil wir natürlich auch erstmal so ein bisschen Bild machen, wo haben wir welche Bewerbungen. Aber grundsätzlich, ihr antwortet allen, jeder kriegt ein Feedback ab oder Zusage. Es Wir ist, probieren es auf jeden Fall. muss man leider immer wieder positiv erwähnen, wenn es jemand macht, weil es leider dann doch wieder viele schwarze Schafe gibt, wo man einfach nie ein Feedback bekommt. Und Genau, so eine also Bewerbung zu machen, das dauert ja auch seine Zeit. Und wenn man wenigstens mal, selbst wenn es ein Nein ist, aber dass man weiß, man wurde angeschaut und es ist leider nichts geworden, das wäre schon mal gut zu wissen. klar, also wenn jemand jetzt, also wir haben auch schon Bewerbungen bekommen, wo dann der falsche Firmenname drin steht, falscher Ansprechpartner und irgendwie nichts passend zu unserer Stelle, dann wurde auch schon nicht geantwortet mal, Ja. weil das ist dann das quasi derselbe Disrespect, aber sonst, Ja. also deswegen die Leute, die sich vielleicht jetzt schon beworben haben, es kann jetzt 2, 3 Wochen dauern, aber es kommt dann auf jeden Fall was. Okay, cool. Was für ein Team erwartet einen bei euch? Du hast gesagt, ihr seid am Wachsen. Wie groß Genau. seid ihr denn schon? Also zurzeit sind wir jetzt 6 Leute bei uns im Büro oder halt in der Homeoffice-Welt. Wie gesagt, wir suchen jetzt gerade 4 Stellen. Ja, genau, 4 Stellen. Es kommt wahrscheinlich relativ bald noch eine 5. Stelle, so im Amazon Marketplace-Bereich. Bedeutet, in den nächsten 4, 5 Monaten, sage ich mal, weil so ein Prozess kann ja auch immer ein bisschen dauern, sind wir dann Absolut. wahrscheinlich so 10 Leute, 10 bis 11 Leute, die dann hier sind. Also es ist noch ein kleines Thema größer. Ach so, jetzt war es kurz weg. Wird immer größer. Und ja, also durchgemischt bis Aber auch jetzt. spannende Zeit für euch dann, oder? Ich meine, jetzt, wenn ihr euch quasi fast mal verdoppelt eben. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich jetzt ein bisschen, also man muss sagen, das Ganze war natürlich schon ein bisschen länger im Plan. Dieses ganze Corona hat auch uns so ein bisschen dazu gebracht, eher mal ein bisschen vorsichtiger zu sein in dem ganzen
Onboarding, weil wir natürlich auch nicht wussten, was passiert. Wir wollen ja auch nur Leute anstellen, wo wir dann sagen können, ey, wir haben hier fix, du bist jetzt hier länger Teil des Teams. Und das konnte man jetzt, glaube ich, lange Zeit nicht hundertprozentig immer versprechen. Und das ist aber halt jetzt gerade, wird es wieder. Und wir sind guter Dinge, dass die nächsten Monate auch das ganze Thema Hobby, Amateursport wieder hoffentlich dann anfängt und wird sicher eine spannende Zeit und freuen uns auf die Leute, die das mit uns zusammen gehen. Also ich glaube, kann man auf jeden Fall viel, viel lernen und auch viel miterleben. Cool. Zu guter Letzt fragen wir immer, warum sollte man sich denn bei euch bewerben? Habt ihr so ein paar, vielleicht nochmal so ein paar, so ein kurzer Moment, wo du die Möglichkeit hast, eure Firma nochmal ein bisschen zu pushen? Klar, also ich glaube erstmal, wer Bock hat, in einem jetzt eben schnell wachsenden Unternehmen zu sein, lockere, sportliche Atmosphäre, mit einer extrem hohen Lernkurve, aber auch coolen Produkten, ein Launch von einer komplett neuen Marke, vielleicht sogar auch noch einer dritten Marke, ist was, wo man sonst nicht so, glaube ich, so leicht immer dabei sein kann. Also bedeutet, man hat auch irgendwie verschiedene Interessensgebiete dabei und ja, dazu extrem, meiner Meinung nach, extrem spannende Aufgaben und einfach ein cooles Team. Oder ich bin mir sicher, dass wir jetzt ein extrem, extrem cooles Team zusammenkriegen die nächsten Wochen, Monate. Bin ich mir auch sicher. Bei unseren Abonnenten kann das nur ein cooles Team werden. Und nein, also tatsächlich, ich finde es auch wirklich sehr, sehr spannende Stellen. Arbeiten ja mit euch jetzt auch schon länger zusammen und macht auch immer Freude. Von dem her, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man sich da jetzt angesprochen fühlt und Bock drauf hat, da auf jeden Fall mal eine Bewerbung hinzuschicken. Und dann drücke ich euch die Daumen, dass das jetzt alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Und auch mit dem Wachstum, dass ihr da ein gutes Team zusammenbekommt. Und bedanke mich bei dir für die Zeit, die du genommen hast. Wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Ja. Und wenn noch Fragen reinkommen, würden wir dir sie einfach an dich weiterleiten. Und dann kannst du direkt auf schnellem Wege antworten. Ja, perfekt, super. Ich danke dir ebenfalls. Danke für das spannende Gespräch und wie gesagt, bei Fragen jederzeit gerne melden. Ansonsten auch an unseren Instagram-Account schreiben und da wird auch schnell geantwortet. Andreas schreibt gerade, ich bewerbe mich, bin überzeugt. Sehr Perfekt, gut. Andreas. Auf welche Stelle willst du dich bewerben? Obwohl wir jetzt ja wahrscheinlich auch gerade am Ende sind, aber vielleicht gerade noch kurz was unten. Ansonsten dürfen wir gespannt sein. Und dann, Fabian, schönen Abend noch. Perfekt. Bis Dankeschön. dann. Ciao. Ciao.